Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch mal was über Bohrer zeigen. Dazu habe ich hier mein Bohrset mal aus dem Keller geholt. Das habe ich mir vor einigen Jahren mal gekauft. Ich kann euch das unten mal in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr auch eins braucht. Das war recht günstig und meines Erachtens auch ganz gut. Ich komme in diesem Video einer Zuschauerfrage nach. Der Zuschauer hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht mal ein Video über die unterschiedlichen Bohrer machen kann, welchen Bohrer man wofür nutzt und woran man die Unterschiede erkennt. Und dem komme ich natürlich gerne nach und ich erkläre euch jetzt mal hier so die Unterschiede von den hauptsächlich oder drei hauptsächlich unterschiedlichen Bohrern. Ich habe jetzt hier aus meinem Bohrset mal drei Exemplare ausgepackt. Das sind jeweils drei 8er Bohrer, einmal ein Metall- oder Eisenbohrer, hier ein Steinbohrer und dort der Holzbohrer. Woran kann ich jetzt erkennen, welcher Bohrer wofür ist? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier mit dem Steinbohrer an. Auch dies ist ein 8er Bohrer. Wahrscheinlich werdet ihr euch jetzt wundern, warum hier der Bohrer augenscheinlich etwas dünner aussieht als der Eisen- oder der Holzbohrer. Und da kommen wir auch schon zur ersten Besonderheit. Der Steinbohrer hat hier so eine Flügel, daran könnt ihr diesen auch erkennen. Und diese Flügel geben dann auch die Bohrerdicke, in dem Fall 8 mm an, also ein 8er Bohrer. Und ihr könnt ihn, wie gesagt, hier an diesen Flügeln erkennen. Und danach ist er etwas dünner. Das hier ist ein Steinbohrer, den könnt ihr benutzen, um in Wände zu bohren, um den Stein zu bohren. Wenn ihr jetzt ziemlich harten Stein habt, Granitstein oder vielleicht auch Feinsteinzeugfliesen, dann ist es in der Regel so, dass ihr mit einem Steinbohrer nicht mehr weiterkommt, sondern einen extra gehärteten Bohrer dafür braucht. Aber der klassische Steinbohrer ist dieser hier und der findet auch am häufigsten Anwendung. Kommen wir nun zu dem nächsten Bohrer. Nehmen wir hier einfach mal den Holzbohrer, auch ein 8er Bohrer, wie ich euch ja gerade gesagt habe. Man kann übrigens hier am Bohrschaft erkennen, das ist 8 mm, also ein 8er Bohrer. Wenn ihr euch mal nicht sicher seid, müsst ihr das nicht nachmessen. In der Regel steht es hier unten drauf. Ja, woran erkenne ich nun den Holzbohrer? Den Holzbohrer kann ich daran erkennen, dass er hier so eine Zentrierspitze hat. Damit kann ich etwas ins Holz reinstechen und dann anfangen zu bohren. Hier über diese Schneide bohre ich mich dann ins Holz rein. Ja, wie der Name schon sagt, mit dem Holzbohrer kann ich Holz bohren. In der Regel alle Arten von Holz. Und ich denke, mehr Besonderes gibt es zu dem Holzbohrer einfach nicht zu sagen. Zu guter Letzt widmen wir uns jetzt hier dem Metallbohrer. Woran kann ich den Metallbohrer erkennen? Ich zeige ihn euch einmal aus Nahdistanz. So sieht er aus. Als Besonderheit werdet ihr jetzt sehen, dass hier keine Zentrierspitze dran ist, auch keine Flügel, wie jetzt zum Beispiel hier bei dem Steinbohrer. Das ist der Unterschied. So könnt ihr also quasi den Metallbohrer erkennen. Mit dem Metallbohrer kann ich Eisen und Metall bohren. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel Kunststoff bohre, würde ich euch empfehlen, den Metallbohrer dafür zu verwenden. Ja, und da habt ihr gerade die drei Bohrer gesehen, die hauptsächlich im Haushalt irgendwo Anwendung finden. Hier habe ich sie alle drei nochmal in der Hand. Wir haben hier zum einen den Metallbohrer, den man halt einfach benutzt, um irgendwelche dünnen Bleche zu bohren, vielleicht eine Gardinenschiene, die aus Eisen ist, oder irgendwelche Abdeckungen, Verkleidungen, die aus Metall sind, wo man einfach mal ein Loch reinbohren möchte. Dann haben wir hier den Steinbohrer, um halt einfach in die Wand reinzubohren, um eventuell vielleicht ein Regal aufzuhängen oder auch irgendwelche anderen Sachen. Und dann haben wir hier natürlich den klassischen Holzbohrer, womit ich einfach Löcher in Holz, Möbelstücke, irgendwelchen Platten etc. reinbohren kann. Und ich denke, mit den drei Bohrern kommt man schon ziemlich weit. Es gibt natürlich noch viele andere Bohrer, aber die sind alle nicht so gängig. Wenn ihr diese hier schon unterscheiden könnt, seid ihr da schon mal sehr gut gewappnet und meistens auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, dass ich eure Fragen soweit beantworten könnte. Falls noch irgendwo Anregungen, Kritik oder auch Fragen sind, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ich versuche eure Fragen dann so schnell und so gut wie möglich zu beantworten. Ansonsten hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!